Hallo, Talkfreunde. Hallo, Talkfreunde. Ja, herzlich willkommen zu unserer Sondersendung. Unser Thema heißt Best of 37 Jahre TV Kaiser. Das ist halbenglisch und heißt das Beste aus 37 Years TV Caesar. Ja, Talkfreunde, 37 Jahre TV Kaiser und Sie sehen heute, wie alles begann. Das Grauen begann am 12. November 1963 in der Frauenklinik Remscheid. Ja, also du bist wirklich der geborene Talkmaster. Ja, als ich zur Welt kam, da konnte ich schon sprechen. Schrecklich. Was waren deine ersten Worte? Ein Teufelskreissaal. Und wie haben da deine Eltern reagiert? Naja, die hatten erst mal 5 Jahre lang keinen Sex. Und wann begann deine Karriere als professioneller Talkmaster? Mit 4. Das war nämlich im Kindergarten. Da haben sich 2 Kindergärtnerinnen gestritten, weil die eine mit dem Mann der anderen fremd ging. Ein Teufelskreis. Ja, aber ich habe gesagt, Tante Waltraud, Tante Gertrud, streitet euch doch nicht, setzt euch erstmal hin, über sowas kann man doch reden. Und was ist dann passiert? Naja, wir haben geredet und dann kam auch noch der Mann dazu und dann habe ich ein paar Fragen gestellt und dann haben Tante Waltraud und Tante Gertrud den aber dermaßen verdroschen. Also ganz normaler Talkalltag. Ja, ja, später bin ich damit zum Fernsehen. Guten Tag, mein Name ist Angela Kunz und mein Frauenarzt sagt, in 3 Minuten setzen bei mir die Venen ein. Angela. Also ich finde, das ist eine Zumutung, in ihrem Umstand irgendwie noch arbeiten zu gehen. Also eine werdende Mutter, die braucht doch Pflege, Zuneigung und Verständnis. Ja, und Wischlappen, wenn sie es nicht mehr bis zum Klo schafft. Ne? Mein Gott, so was Sensibles wie Sie sollte überhaupt keine Kinder kriegen. Das ist nämlich verantwortungslos. Ja, sag mal, Sie scheinen ja gar nicht so schwanger zu sein. Das ist doch höchstens 2. Monat. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt. Ich bin in der 18. Stunde, Herr Kaiser. Was ist? Strampelt's schon? Trittet sie? Nein, ich glaube. Wo ist denn der Alex? Mein Gott, jetzt reißen Sie sich doch zusammen. Ach, jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe, Sie Mannsweib, sonst kriege ich noch Depressionen. Dann lutschen Sie ein Eis. Nutzt das was? Klar, brauner Bär hilft immer. Beate, beantworten Sie mir bitte eine Frage. Erst ein Eis, ja? Erst die Frage beantworten. Kann ich einen Flutschfinger haben? Sind Sie sicher, dass Sie schwanger sind? Ja, was ist denn das für eine Frage? Sicher bin ich sicher. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Eine Frau spürt so etwas einfach. Wo? Schon bei der Zeugung. Ja, das ist, als wenn eine innere Stimme zu einem spricht. Ah, ja. Höchst interessant. Angela, haben Sie auch Stimmen gehört? Naja, da waren mehrere. Ich glaube, die eine hat gesagt, oh ja, Baby, gib's mir. Was hat die andere gesagt? Und nun das Wetter. Kann ich jetzt meinen Flutschfinger haben? Ein Eis für Beate. Ich hätte jetzt doch lieber was Scharfes. Regie, haben wir was Scharfes? Ja klar, wir haben was ganz Scharfes. Ja, her damit, komm. Ich glaube, ich hätte jetzt doch lieber eine saure Gurke. Ja. Hallo, Herr Kaiser. Ich muss sagen, Sie sehen gar nicht so aus, als ob Sie gerade eine Typberatung bräuchten. Danke, Herr Kaiser. Es geht ja auch nicht um mich, sondern vielmehr um meine Freundin Renate. Und sie hat dringend eine Typberatung nötig. Ja. Was macht Renate Ihrer Ansicht nach denn falsch? Ja, die läuft einfach so rum, dass keiner die ansieht, ja. Hm. Einmal kam sie 3 Wochen nicht nach Hause, weil sie am Zebrastreifen stand und kein Auto angehalten hat.
Ein Teufelskreis. Und was für einer. Ja. Und jetzt hat sie sich in den Stefan verguckt. Mhm. Der geht auch immer an unsere Stammdisco, ins Calypso. Naja, und den finde ich auch echt total süß und so. Mhm. Auf jeden Fall, der hat sie überhaupt nicht bemerkt, als wir uns unterhalten haben, weil die steht auch immer in der Ecke. Ja, das ist ein Teufelskreis. Dr. Walter, wie kommt es dazu, dass ein Mensch übersehen wird? Dr. Walter, dass ein Mensch übersehen wird? Nun, das kann man nicht verallgemeinern, aber Menschen, deren äußeres Erscheinungsbild zum Wegsehen animiert, neigen dazu, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen. Viel interessanter erscheint mir aber die Frage, warum Martina sich ihre eigene Konkurrenz heranzüchtet. Also jetzt machen Sie sich doch nicht lächerlich, Herr Kaiser. Warum nicht? Warum soll ich heute mal eine Ausnahme machen, ne? Martina, was glauben Sie denn, warum igelt die Renate sich so ein? Ja, schuld ist Ihre Mutter. Meine Mutter? Nee, Renates Mutter. Die hat sie ja von Anfang an verhätschelt. Renate hinten, Renate vorne, Renate hier, Renate da und noch eine Angora-Unterhose auf dem Arsch. Typisch Einzelkind, ja? Naja, und da bleibt halt nur noch der kleine, batteriebetriebene Freund. Ja. Ein Teufelskreis. Ja, liebe Talkfreunde, jetzt haben wir so viel über Martinas beste Freundin gehört, die keiner wahrnimmt. Wollen Sie sie wahrnehmen? Wollen Sie sie sehen? Ja. Hier ist sie, Renate Schöbel. Renate? Sie hängen sich besser das hier um den Hals, damit man sie auch sehen kann, nicht? So. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, Sie sollen Komplimente, Aufmerksamkeit ziehen, nicht wahr? Gut aussehen, aber Sie wissen nicht wie. Ist das so richtig? Ja, deshalb bin ich ja hier. Mhm. Ich auch, Renate. Wir alle wollen Ihnen helfen heute Abend, nicht? Sie zu einer wunderschönen Frau machen. Das Potenzial haben Sie dazu, wirklich. Gut, jetzt bleiben wir mal in der Realität. Es gibt kein Nein, ach, kein Nicht, kein Muss, geht nicht, gibt's gar nicht. Nein, nur positive Worte. Ja, ich kann, ich will, gewinnen, küssen, vögeln, RTL. Positive Worte. Ja, hallo, ich bin der Ralf und ich bin Samenspender. Ralf. Ralf, schön, dass Sie gekommen sind. Kein Problem, ist ja mein Beruf, ne? Jawohl. Ja, ich kann da gerne was zu erklären. Das ist Tower Bridge, Piccadilly Circus. Ja. Das ist der Bus, mit dem ich immer zur Arbeit fahre. Oh. Ja, hier geht's zu meinem Arbeitsplatz gleich im Schatten von Big Ben. Ja, warum Big Ben? Oh, das ist einfach sehr inspirierend vor so einem großen Big Ben. Oh. Ja, und da bin ich bei der Abgabe. Das Problem in England ist Linksverkehr, aber für einen Profi wie mich ist das natürlich kein Problem. Ja, sehr schön. Wissen Sie, ich kann sogar freihändig. Ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben einen Anruf in der Leitung. Hallo, hier ist TV Kaiser. Ja? Oh, mach dich nackig, du Sau. Ja, hallo? Hier ist TV Kaiser, die Talkshow, wo voll gut ist. Kaiser? Ja? Talkshow? Ja? Oh, was ist denn Ihr Thema? Hoppla, ich bin schwanger. Oh, kann ich nichts zu sagen, mein Teppich ist unfruchtbar. Ja, ist live, kann man nichts machen. Dieses Sperma stammt nicht von dieser Welt. Bitte? Das ist Sperma von einem Außerirdischen. Das ist doch Quatsch. Das ist kein Quatsch, Herr Kaiser. Also, ich gebe ja zu, das klingt vielleicht etwas sonderbar, aber es ist so. Also, ich finde das auch sehr übertrieben. So viel. Ute, gut, wie kamen Sie zu diesem Sperma? Ich hatte Besuch von extraterrestrischem Leben. Extraterrestrischem Leben? Etwa 1,50 groß, kugelrund und keine Haare. Den kenne ich. Thomas Koschwitz. Zuerst hat er mir 3 von seinen 13 Händen zur Begrüßung gereicht. Und dann? Ich schlug ihm dann auf seine restlichen 10 Hände, mit denen er mich gleichzeitig befummelt hat. Befummelt. Und dann? Dann habe ich ihm die Hand gegeben und guten Tag gesagt. Ja? Was hat er gesagt? Du wirst ein Kind von mir bekommen. Das mag ich an Außerirdischen. Ehrlich, das ist sympathisch. Die kommen rein, fackeln nicht lange rum, reden nicht um den heißen Brei und bums, jawohl. Ute, und dann hatten Sie
außergewöhnlichen, außerirdischen Supersex. Nein, ich habe ihm Kaffee gemacht. Und dann hat er seine 5 Fühler hier in das Glas ausgeleert und dann hat er sich in Luft aufgelöst. Alex, ich krieg ein Kind von dir. Was kriegst du? Ja. Ein Kind? Du kriegst ein Kind? Ja. Von mir? Ja, Alex, die Überraschung ist uns gelungen, ne? Ich glaube, ich kann gar nicht sagen. Ich habe vor Überraschung einen ganz trockenen Hals bekommen. Das gibt's nicht. Kommt eine völlig neue Renate Schöbel mit unserer Typberaterin Frau Warnke. Ja, wir haben bei Renate nur wenig Schminke benutzt, aber ein paar peppige Akzente gesetzt. Auch ein schicker Lippenstift, ne, muss ich sagen. Richtig hervorragend, beeindruckend. Renate, sagen Sie auch was. Lass. Ich muss mich doch dran gewöhnen, es müssen, aber ist toll. Na toll, ne? Renate Chaka! Hey, hey. Ja. Findet ihr das nicht auch toll? Chaka, 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 Chaka! Renate, toll, toll, toll! Ja, toll, 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 was Frau Warnke da mit Ihnen gemacht hat. Sie haben ja diese ganze Typberatung eigentlich nur gemacht, um dem Stefan zu gefallen. Stefan, woher wissen Sie denn das? Das ist Journalismus. Ja? Wir wissen so ziemlich alles. Also, erzählen Sie doch einfach von Stefan. Ja, also, ja? Den Stefan, den habe ich im Calypso kennengelernt. Da hat er sich mit der Martina unterhalten. Der ist so süß. Martina, wie hat Stefan denn auf Renate reagiert? Tja, gar nicht. Er hat noch nicht mal gemerkt, dass sie da war. Er hat sich an sie angelehnt, weil er dachte, sie sei eine Wand. Renate, das, was jetzt gleich passiert, das ist gut für Sie. Sie müssen Stefan ansprechen. Denn hier ist er, Ihr Schwarm. Stefan Zoller aus Leinfelden. Stefan, erinnern Sie sich an den Disco-Besuch, bei dem Sie Martina kennenlernten? Ja, sicherlich, Herr Kaiser, ja? Ganz klar. Also die Martina an dem Abend, ja, die stand den ganzen Abend an der Bar, ja, sprang hin und her, links, rechts, ja, total irre, voll durchgeknallt, ja. Und ich stand zum Glück an der Wand, ja. Konnte ich mich an so eine hässliche Säule anlehnen. Ja. Diese Säule, die kann sprechen. Und diese Säule, die kann sich auch bewegen. Und die kann sich so bewegen, dass man sogar Sex mit ihr haben kann. Herr Kaiser, ich bin doch nicht pervers. Gott, Renate, es ist egal, was du machst, was du bist, was du denkst. Es ist egal, ob du eine Stunde zum Rückwärts-Einparken brauchst, ja? Aber, Renate, mach es mit Emotionen, verstehst du das? Chaka? Ja. Gut. Gefühl. Und Leidenschaft. Das ist der Anfang von allem. Machst du es mit Leidenschaft, dann wird es dir gelingen. Und sag Chaka, wenn du antwortest. Chaka! Ja, Chacha! Gut. Renate, stell dich hin. Leidenschaft ist der Schlüssel. Darauf kannst du vertrauen. Steck ihn ins Schloss. Dreh ihn um und die Tür wird sich öffnen und dahinter wird er stehen. Dein gut gebauter Nachbar. Völlig nackt. Glaubst du mir, Chaka? Ja, Chacha! Gut. Dann nimm jetzt die Arme runter, nimm die Finger auseinander, mach dich auf, lass die Leidenschaft raus und sage, ich habe gewonnen. Du hast gewonnen, Chacha. Renate, du hast gewonnen, sag es laut, ich bin ein Gewinner. Ich bin ein Gewinner, Chacha. Ja, fantastisch, großartig. Chacha, Chacha, Chacha. Ich kann nur gewinnen. Fantastisch. Wow, großartig, Chacha, Chacha. Toll. Fertig, das war's. Renate, jetzt sagen Sie dem Stefan mal einfach, was Ihnen auf dem Herzen liegt. Stefan, seit ich dich in der Disco gesehen habe, muss ich dir was sagen. Was denn? Mach dich nackig, du Sau! Talkfreunde, schön, dass Sie noch dabei sind. Best of 37 Jahre TV Kaiser, das ist unser Thema heute. Und Marco möchte Ihnen jetzt zwei langjährige und sehr qualifizierte Mitarbeiter vorstellen. Ja,
Das ist Dirk. Dirk ist mit 11 von zu Hause ausgerissen und kam durch ein spezielles Förderungsprogramm zu uns. Außerdem hat er sich bis zum Produktionsleiter hochgeschlafen. Er heiratet bald in Holland seinen Bruder Dieter. Ihr seid alle eingeladen. Ja, und das ist Marco. Marco ist der Sohn von Jürgen Drews. Er arbeitet als Redakteur bei uns für ganz besondere Angelegenheiten. Ich kann euch auch billig Autoradios besorgen. Außerdem hat Marco was mit Dieter. Wusstest du das, Dirk? Was, du Sau? Das war doch nur ein Ausrutscher. Ein Teufelskreis. 37 Jahre TV-Kaiser. Das sind sehr, sehr viele Sendungen. Oft ging es dabei ans Eingemachte, um die ganz natürlichen, primären menschlichen Instinkte. Pappen! Aber eine Frage geht mir seit Jahren nicht aus dem Kopf. Wie haben es die Menschen früher geschafft, ihre Probleme zu lösen, als es noch kein Fernsehen, noch keine Talkshows gab? Wie sie das geschafft haben, das sehen Sie gleich. Doch zuvor zu etwas völlig anderem. Sehen Sie nun die lächerlichsten Szenen aus der 34. Staffel. Hallo, ich bin die Andrea, habe jetzt seit einer Woche meinen Führerschein und möchte gerne, dass mein Mann mich auch mal fahren lässt. Hi, ich bin Patrick und ich finde, Frauen haben nur an einem Wagen was zu suchen, am Kinderwagen. Sie sind ja auch der Meinung, Frauen sollen gar nicht erst den Führerschein machen dürfen. Ja, korrekt. Ja, ich meine, die verbreiten auch eh nur Chaos im Straßenverkehr, ja? Mhm. Und ich finde, alle Frauen, die schon Lappen haben, die sollen ihn wieder abgeben. Patrick, was ist, wenn Ihr Vorschlag nicht erhört wird und Frauen weiterhin fahren dürfen? Ja, dann sollen die wenigstens getrennte Fahrspuren einführen. Getrennte Fahrspuren, wie stellen Sie sich das vor? Was weiß ich, ey. Ja, mit den Frauenparkplätzen ging das doch auch. Ja. Als ich dann später ins Hotel wollte, da hat der Ralf drauf bestanden, mich zu begleiten. Und das fand ich auch echt total süß, dass er mich halt nicht alleine gehen lassen wollte. Ja. Weil die Bettina, die ist nämlich noch da geblieben. Ah. Na, und als wir dann da waren, da wollte er mich noch aufs Zimmer bringen. Und dann, da ist es dann passiert. Sie meinen Sex? Nee, er hat gekotzt. Ihm war nämlich schlecht. Ah ja, was ich nicht verstehe, nicht? Warum ging die Geschichte mit Ralf nicht weiter? Haben Sie die Adressen nicht ausgetauscht? Oder? Das ist ja das Blöde. Ich habe nur die Telefonnummer vom Ralf. Ja, Mensch, dann rufen Sie doch an! Na, habe ich ja, aber da kommt immer kein Anschluss unter dieser Nummer. Ralf, was haben Sie unternommen, um Anja wiederzusehen? Ja. Ja, ich fand die Andrea auch, die... Anja. Die fand ich auch gut. Ich kann mich auch noch gut an die erinnern. So. Ja. Kokolores, der soll dem armen Mädel mal endlich die Wahrheit sagen, ne? Was für eine Wahrheit? Ja, dass er keinen Bock mehr auf sie hat. Die sollen mal endlich die Autobahngebühr einführen, ne? Für Frauen 5000 Mark im Jahr. Dann ist endlich mal wieder Ruhe auf der Piste, ja? Vorhin erst, Herr Kaiser, auf dem Weg hierhin, ja? Da war rechts alles frei, ne? Und links wieder eine mit 100 Sachen, ja? Ich, da habe ich so einen Föhn gekriegt, ey. Von wem? Erstmal hat er links geblinkt, ja? Seit Neuestem macht er den Linksblinker ja nicht mehr aus auf der Autobahn, ne? Und dann hier schön die Lichtstupe auf Dauerbetrieb, ne? Ja, aber die ist stur links geblieben, die alte, ey. Und dann hat er wie wild auf dem Lenkrad rumgetrommelt und immer gebrüllt: Jetzt hau endlich ab, du blöde Fahrradspeiche, hau endlich ab! Ja, ich bin dann rechts dran vorbei, was die für ein Gesicht gemacht hat, doch. Was war das für ein Gesicht? Herr Kaiser, was würden Sie denn für ein Gesicht machen? Sie müssen sich mal vorstellen, einer überholt Sie rechts, ja? Schert ganz scharf wieder links ein, bremst ab und dann streckt Ihnen die Beifahrerin, also ich, Ihren... Ja, Ihren? Ihren blanken Arsch an die Heckscheibe. Andrea, Sie haben wirklich Ihren... Ja, Hintern... hab ich, aber das war das letzte Mal, das sag ich dir. Also das System geht folgendermaßen. Ja. Wer mit einer Frau zum Knutschen kommt, kriegt 2 Punkte. Aber das ist ja Kindergeburtstag. Ne? Ich meine, das kann ich. Wenn Sie sagen, jetzt kommt's. Wer mit einer Braut fummelt, kriegt 5 Punkte. Und wer Sex mit allem drum und dran, jedet 10 Punkte. Ihr Schweine, sag mal, was denken ihr euch dabei? Ja, wieso? Was hat sie denn? Da gehören schließlich immer 2 zu. Anja, ich kann Sie da ein bisschen verstehen. Uwe. Wenn ich Ihnen das persönlich auch glaube mit dem 10-Punkte-System, aber man kann ja viel behaupten, wenn der Tag lang ist, ne? Ja, behaupten. Ja. Der Thorsten hat alles ganz genau notiert, da war nichts mit Bescheißen, der Thorsten. Ja, also, die Regeln müssen schon eingehalten werden. Weil Ach, Regeln gibt's auch noch, ja, was denn für welche? Punktabzug für blond oder was? Nee, nichts gegen blond. Nein, nein.
keine der Schüsse über 35. Warum? Ja, das wäre ja wohl witzlos. Also Gel-Club-Viper aufzureißen, das ist ja genauso wie wenn man beim Torwandschießen die Torwand weglässt. Und ich, Idiot, gehe auch noch in diese beschissene Sendung, um dich zu suchen. Ey. Das glaube ich einfach alles nicht. Jetzt guck dir mal an, was du mir hier eingebrockt hast. Danke, vielen Dank, ey. Ey, komm, jetzt sei mal nicht sauer. Oma, hast du etwa was anderes erwartet, wenn du nach Mallorca fährst, oder was? Wer hat denn jetzt wirklich gewonnen, ehrlich? Also geht's noch mal langsam zum Mietschreiben. Ich hab gewonnen, weil ich am letzten Abend noch 10 Punkte gemacht habe. Mhm. Macht summa summarum 200 Punkte. Ist das jetzt klar? Du hast mit 20 Frauen geschlafen? Nee, mit 19. Mit zwei habe ich nur gefummelt. Ich bin der Meinung, dass eine moderne Frau in der heutigen Zeit allein in den Urlaub fahren kann, ohne dass man ihr gleich unterstellt, dass sie eine Sextouristin ist. Mhm. Außerdem hat Mallorca ein paar schöne, ruhige Ecken und abgesehen davon war ich da ja überhaupt nicht im Urlaub. Ja. Ich habe da gearbeitet als Aerial Managerin für die Hotelkette meines Vaters. Ja, boah, ist die blöd. Das heißt doch Arenal und nicht Ariel, ne? Eigentlich das Aufregendste in meinem ganzen Leben war der Tag, an dem ich Dimitri kennengelernt habe. Aha, bei einer Misswahl. Nein, nein, er bediente in dem Lokal, wo ich zu Abend gegessen habe. Mhm. Bedient von vorne und hinten, die Griechen sind da. Ey, hör mal, seit wann bist du denn wieder zurück aus Griechenland? Seit 3 Tagen. Wieso fragt er das? Ich dachte nur, weil da müsste dein Sonnenstich doch eigentlich jetzt langsam vorbei sein. Und wirklich egal, ob in Griechenland oder in Deutschland, wir werden uns nie mehr trennen. Ja. Heißt das, Dimitri ist in Deutschland? Ja, ja, er ist auch mit hier. Er sitzt da auch irgendwo. Was? Ah, da ist er, ja. Ah, Dimitri ist da, Kalle nicht da. Dimitri, kommen Sie doch nach vorne zu uns. Ich lieber sitzen hier auf Platz. Susanne, wie kommt es, dass Dimitri Ihnen direkt nach Deutschland gefolgt ist? Ja, das ist so. Ich besorge ihm einfach einen Job in der Hotelzentrale meines Vaters. Ah ja. Ach, Ihr Vater weiß schon von Dimitri? Nein, nein. Aber ich habe ihm gesagt, dass er heute zuschauen soll. Ja? Also, hi Daddy. Toll, was? Das ist Dimitri. Sus Klause Rodolf. Das Video, das ist ja kein sehr guter Beweis dafür, dass Heinz Rudolf ein Choleriker ist. Ich bin kein Choleriker! In fremden Briefkästen zu wühlen, also sowas könnte ich nie. Nie, seine Finger sind viel zu dick. Dieser Schöpke ist im Prinzip schon so ein Ekelpaket, dass nicht einmal die eigene Tochter was mit ihm zu tun haben will. Hier,
schreibt die Tochter an die Mutter. Liebe Mama, bitte sagt Papa nichts von diesem Brief, Kostik, aber... Das ist schwerer Raub. Ich zeig dich an. Adolf, ich darf Sie daran erinnern, dass Sie selbst Briefe gestohlen haben. Ja, aber doch keine Privatbriefe. Also, und außerdem verstehe ich mich mit meiner Tochter ausgezeichnet, prinzipiell. Ja, liebe... Ich möchte Papa nie wiedersehen. Nie wieder. Liebe Brieffreunde, ich glaube nicht, dass wir diesen sehr persönlichen Brief vorlesen sollten in aller Öffentlichkeit. Heinz-Rudolf, vielleicht können Sie ja bis zum letzten Satz vorspringen, ja? Und Mama, versteh mich. Es ist furchtbar schwer und unmöglich, einen solchen Vater zu haben. Das solch einen neidischen, unsympathischen, zerstörungswütigen Querulanten. Das ist eine Fälschung! Von wegen. Den Brief habe ich eigenhändig geklaut. Und hier, ich habe mich sogar dabei verletzt, als ich im Briefkasten stecken geblieben bin. Lieber Koschnick, lieber Herr Schöpke, ihr beide wisst, meine Mannschaft möchte Fußball spielen, aber mit eurer Zankerei auf der Haupttribüne beeinflusst ihr meine Spieler mental so, dass sie auf der Seite gar nicht mehr spielen möchten. Und es sieht so aus, dass ihr auf der Haupttribüne hier sitzt, meine Spieler, die normal alle über rechts kommen und seine Stärken ausspielen, gehen über die linke Seite nur noch, möchten von der Zankerei nichts mehr hören. Der Gegner stellt sich sofort darauf ein, macht uns hier zu. Wir haben keine Chance mehr, Torchancen rauszuspielen und es wird schwer, Spiele dadurch zu gewinnen. Deswegen appelliere ich im Namen der Fortuna Köln und meiner Mannschaft an euch beide, reicht euch die Hand, schafft ein harmonisches und kreatives Klima im Stadion, tut's meiner Mannschaft zuliebe. Ich wäre euch sehr dankbar. Euer Bernd Schuster. Die Hochzeit hat 60 Dollar gekostet und war das Beste und Supermodernste, was es da jetzt gibt. Und das Schnellste. Da ist nämlich jetzt der Hit. Da fährst du durch bis ans Ende und dann machen die einen kompletten Film von dir mit der ganzen Heirat drauf umgeschnitten. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen und zwar am Stück. Next, please. Ja, sag einfach yes. Your names, please. Yes. Heike Meyer und Toni Krummschröder from Germany. Your order, please, now. One wedding and two ringe. Extras? Ich hab schon Hunger. Two Sekt and one Pommes Red Wine. Okay, sir. Drive further, please. Toni Krummschröder, do you take this woman to be a lawful wedded wife? Huh? Yes or no? Yes? Heike Meyer, do you take this man to be a lawful wedded husband? Bin ich jetzt dran? Hör mal, was würdest du eigentlich ohne mich machen, ne? Sag einfach yes! Yes. Congratulations, here are your extras. Und Toni, wir sind Mann und Frau. Ja, Talkfreunde, vieles hat sich geändert im Lauf der Jahrtausende, aber eines nicht. Streit gibt es immer noch, wegen den kleinsten Dingen. Zum Glück, denn sonst gäbe es ja keine Talkshows. So, kann ich das Zeug jetzt bitte ausziehen, weil das kratzt ja wie Sau. Ja, ja, zieh aus. Du, ich muss hier arbeiten. Entschuldigung, eine Frage noch. Wo ist die Garderobe? Welche Garderobe? Die Garderobe, wo mein Anzug immer drin liegt. Ja, ach, was weiß ich. Du, ich muss den nächsten Teil anmoderieren, ja? Talkfreunde, Sie sehen jetzt die härtesten Szenen, die das deutsche Fernsehen jemals... Sag mal, wo ist denn die Garderobe? Das musst du wissen, du bist der Produktionsleiter. Ja, die ist weg, die Garderobe, und ich muss jetzt dringend einkaufen. Geh einkaufen. Ja, so oder was? Jetzt habe ich bei deinem blöden Sketch mitgemacht, jetzt möchte ich endlich meinen Bossanzug wieder haben. Ja, ja. Mann, das ist alles deine Schuld hier, diese Scheißorganisation. Du. Bitte, bitte, wenn ihr die Klamotten nicht anbehalten wollt, dann tauscht doch einfach, ja? Marco nimmt die von Dirk, du nimmst seine, okay? Nee, du, lass mal lieber, der wäscht sich doch hier. Jetzt reicht's! Bitte, bitte. Ja, Talkfreunde,
ein Teufelskreis. Verlassen wir lieber diesen Gewaltherd. 37.000 Jahre TV-Kaiser und Sie sehen jetzt die lächerlichsten Szenen aus der 473. Staffel. Herr Kaiser. Ja? Ich will nicht gemein sein, aber... Ja! Jetzt erzähle ich Ihnen mal was. Über das Fräulein Muchalek und über Ihre schriftliche Prüfung zur Arzthelferin. Bei der Frage, warum ist Flur sehr wichtig, hat sie geschrieben, weil man dort Platz für einen Schuhschrank hat. Also, Lena, Sie meinen, Sie halten Anja für unfähig. Für vollkommen unfähig. Ja. Oh, Sie kennen doch diesen Schlauch, den Sie bei einer Behandlung in den Mund bekommen, um den Speichel wegzusaugen. Ah, ja, Sie meinen jetzt speziell Jürgens Schlauch. Nein. Stellen Sie sich vor, sie hat den falsch bedient. Ja. Ja, und dann hat er nicht mehr das gemacht, was er eigentlich soll. Also nicht mehr gesaugt, sondern... Geblasen. Franco, ich liebe dich einfach nicht mehr. Ja, warum denn nicht? Hä? Ich bin dir nicht fremdgegangen, ich hab dich nicht verprügelt. Was soll ich denn sonst noch machen? Ja, Franco. Was eine Frau sagt, ja? Was eine Frau sagt und was sie denkt. Ja. Das sind wir sowieso zwei Paar Stiefel. Mhm. Das ist sowieso auch wissenschaftlich bewiesen. Haben Sie das auch aus der Bücherei? Nee, das habe ich aus der Coupé. Also, was wird hier gespielt? Das Märchen vom Aschenputtel. Mann, bin ich froh, dass du endlich da bist. Dein Drachen hier will mir nämlich nicht glauben. Frau Muchalek, seit wann duzen wir uns? Und was fällt Ihnen überhaupt ein? Also, Jürgen, ich muss nun sagen, die Idee mit der Hochzeit, die kam ja nun wirklich von dir. Das letzte Mal, als du auf dem Stuhl gelegen hast und ich habe dir einen... Und Schluss jetzt. Verstehe ich das jetzt richtig? Mein Mann hat doch ein Verhältnis mit Ihnen? Hatte. 2 Jahre lang. Er hat mir gesagt, ich soll Medizin studieren. Und dann könnte ich bei ihm in die Praxis einsteigen. Narkose kann ich schon. Ja. Ui. Das... Also ich muss sagen, das verwirrt mich jetzt etwas. Was, dass mein Mann dreigleisig fährt? Nein, dass Sie ihm nicht auch noch eine knallen. Wissen Sie, Herr Kaiser, Ohrfeigen verteilen ist nicht so ganz mein Stil. Ja. Lena, Schatz, das ist toll, deine ruhige, sachliche Art. Und es ist auch sowieso nicht so, wie du denkst. Es ist an der Zeit, dass wir Sandras neuen Freund mal zu Wort kommen lassen. Begrüßen Sie mit mir Wolf Röcher. Marco Mommsen, liebe Torfreunde! Kaiser! Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen. 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auch der Himmelsschein. Ja, Marco Mommsen. Wie nennt man einen Wischmopp, der Beine hat? Olli. Ich? Falsche Frage. Ach so, gut. Dann geht es jetzt um Erotik. Wie oft poppen Sie gerne beim Sex? A. Einmal im Monat. Oder vielleicht B. Einmal in der Woche. Oder vielleicht C. Einmal am Tag. Was für eine blöde Frage. Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian. Wenn bald Alpen blühen, wir uns wiedersehen. Ja, ja, so hoch, 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 der Lippen singen an, die ich lieb. Versetzen kann. Ja, so Freunde, Heino Mommsen. Hear the word, make it a better place for me and for you and the entire human race. There are
people dying. If you care enough for a living, make a better place for you and for me. Bisschen schwarzen sein, da kommt der Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein, ein bisschen schwarzen sein. Ja! Roberto Bonzo! Ja! Herrlich! Herrlich! Das letzte Mal, ja? Talk, Freunde, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu und ich möchte Ihnen jetzt all die Menschen vorstellen, die jede Woche hinter den Kulissen unter den härtesten Bedingungen daran mitgearbeitet haben, dass Sie zu Hause eine tolle TV-Kaisershow sehen konnten. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side.